So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke. Eine neue Folge Rahms ist Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nachdem der Käse ja so fleißig seine ganzen Senfs getestet hat hin und her. Der Rahms es gesehen hat, der hat ja auch verschiedene Senfsorten inspiriert vom Käse. Habe ich mir dann Weißwürste besorgt. Erst hatte ich die in der Dose. Die haben so eine dünne, schlapprige Gammelhaut gehabt. Da habt ihr die Haut einfach mitgegessen, weil das ging überhaupt gar nicht abziehen. Ihr hattet nur Matsch am Finger und Schleim am Finger, was die Haut darstellen sollte. Bei denen ist es aber anders. Die haben so eine fette Haut, die du auch einfach abziehen kannst, sodass du die wirklich ohne Haut essen musst, weil du sonst denkst, dass dich jemand erwürgt. Und ja, jetzt habe ich auch gesehen, da ist ja hinten, habe ich das beim letzten Mal nicht gemacht, da ist ja hinten so eine Anleitung drauf, wie man das eigentlich macht. Ich glaube, ich habe aber nur immer den Text hier oben vorgelesen und gar nicht gesehen, dass bei den Bildern auch noch was steht. Auf jeden Fall haben wir jetzt verschiedene Senfs schon getestet und beim letzten Mal gab es, glaube ich, den Jalapeno-Senf. Der hat mir am allerbesten geschmeckt, der hat so eine feine, super Note gehabt, auch schön würzig hin und her. Ich habe jetzt keine extrem besonderen Senfs mehr da. Es müsste dann in Richtung Ketchup gehen, Fruchtketchup und so Sachen. Aber ich habe das noch gefunden. Das hat mit Bierschanger mal geschickt in einem Paket. Einfach eine fette Tube, so einen richtigen Prügel hier vom Domi, ne? Also der Thomas-Senf, scharfer Senf, richtig prall gefüllt, richtig brutal. Ist auf jeden Fall auch eine Marke, die man kennt. Weil ich Bock heute habe, was zu essen, so wie jeden Tag, und ich sehe die Weißwürste, die zwei Packungen, die ich noch habe, fliegen eh schon die ganze Zeit rum, müssen weg. Hauen wir uns einfach heute mal den Tommy-Senf drauf, also Tommy, ja, den Thomas-Senf auf die Weißwürste, scharfer Senf, frisch vermahlen, für perfekte Schärfe. Ich glaube, ich habe noch nie Senf von Tommy. Tommy Mayonnaise ist ja sehr bekannt alles, aber Senf von Tommy habe ich noch nicht gehabt. Jetzt aber nochmal hierzu, was steht denn jetzt hier drauf? Wie man die Weißwurst richtig isst, Teil 1, der Kreuzschnitt. Heißt das, dass auf den Packungen verschiedene Teile drauf sind? Und deswegen kenne ich das noch nicht, weil das wieder was anderes ist. Ein kleines Stück Wurst diagonal abschneiden, die Haut dabei nicht völlig durchtrennen, die Haut mit dem Messer festhalten und mit einer halben Drehung der Gabel das Wurststück herauslösen. Also ihr schneidet von oben rein, und dann macht ihr da einen Corkscrew, dreht euch rum, dann bleibt die Haut unten hängen, mit der Gabel erneut in die Wurst stechen und mit entgegengesetzt diagonalen Schnitt ein weiteres Stück abschneiden. Oh mein Gott, so sieht die Schnittführung aus. Viertens. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wahrscheinlich nicht, aber ist das kompliziert. Kann man nicht einfach dieses Messer nehmen und einfach mal reinhacken in die Seite, die Wurst ausreißen hier komplett auseinander und dann frisst man die und dann ist gut. Ich habe es beim letzten Mal aber auch falsch gemacht. Ich habe das Wasser und die Würste einfach auf den Topf gestellt und dann, als ich gesehen habe, es fängt an zu kochen, habe ich es runtergestellt. Aber eigentlich musst du ja, wenn du siehst, es kocht, also kurz bevor es kocht, das Wasser wegstellen und dann die Würste rein. Also alles durcheinander. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal warm und gucken dann mal, was der gute Tommy-Senf kann, wie der schmeckt und was die Wurst heute mit mir macht. So, das Wasser bildet auf jeden Fall schon mal Bläschen und wir hören es. Hört ihr das Wasser? Wenn ihr es nicht hört, ist nicht schlimm. Ich höre es auf jeden Fall. Ich höre es auch, wenn es gar kein Wasser ist. Und wir werden jetzt die Würste einfach hier reinpacken. Deswegen habe ich nur noch eine Hand. Jetzt machen wir... Wieder so. Und dann sind die Würste da drin. Und das ist die Packung. Und das ist wirklich genial, weil... Hier steht ja also der Kreuzschnitt Teil 1. Und ich habe jetzt gesehen, auf der anderen Packung, die ich noch habe, steht... Der Längsschnitt Teil 2. Das heißt, wir werden die wirklich heute mal versuchen, so aufzuschneiden, wie es hier drauf steht, auf Teil 1. Jetzt aber erstmal die blöden Würste warm machen. Also, das muss jetzt hier rüber, das muss hier aus. Hallo Thomas, ist nicht angeblieben, guck. Und jetzt 10 Minuten ziehen lassen, dass die schön fett werden. So, da ist der Wursttopf, also mit die Weißwürste drin. Den stelle ich jetzt mal hier auf den Kühlschrank, dass der Kühlschrank schön heiß wird und explodiert. Wir werden uns eine Weißwurst jetzt mal rauskrabbeln. Beziehungsweise die hängen einmal. Nee, die hängen nicht zusammen. Die ist nackig und alleine. Die legt man jetzt mal hier hin.
Damit ihr das besser seht, machen wir das mal ein Stück runter. Und jetzt probieren wir mal, wie wir das hier also machen. Der Kreuzschnitt. Ein kleines Stück Wurst, diagonal abschneiden, die Haut dabei nicht völlig durchtrennen. Sie nehmen also eine Gabel, ein kleines Stück Wurst, diagonal abschneiden, von hier oben rein, dann hier runter, die Haut nicht vollständig durchtrennen. Es soll also unten noch zusammenhängen. Zweitens, die Haut mit dem Messer festhalten und mit einer halben Drehung der Gabel das Wurststück herauslösen. Wir halten also die Haut. Nein, Adi. Nein. Wir halten die Haut. Ach so, warte mal. Nee, hier ist ja auch Haut. Ich spieße jetzt nochmal in die Mitte. Fass unten mit dem Messer die Haut. Mach hier eine halbe Umdrehung. Und habe jetzt hier diese... Adi! Habe jetzt hier dieses Wurststück raus aus dieser Wurstkappe gezogen. Kann ich das jetzt essen? Drittens, mit der Gabel erneut in die Wurst stechen und mit entgegengesetzt diagonalen Schnitt ein weiteres Stück abschneiden. Toll. Also dann hier rein in dieses offene, hier in die Richtung weggeschnitten, weil das war so rum, das muss so andersrum, es muss gekreuzt sein, hier ziehen, dann hier rein. Ja, toll, ein weiteres Stück abschneiden. Und wie kriege ich das jetzt hier raus? Das ist doch jetzt... Was machen die denn? Ich will hier vorne... Jetzt nehme ich mir das und ziehe das da raus. Jetzt habe ich das, glaube ich, auch da draußen. Der Abfall wird auf jeden Fall immer länger. Essen die das wirklich so? Als eine Methode. Und dann habt ihr im Endeffekt eine zerbastelte Wurst. Weil ihr könnt ja dann nochmal rein und könnt sagen, yo, jetzt... steche ich hier nochmal in die Wurst und jetzt gehe ich aber wieder auf mich zu, damit es ein schönes Kreuz ist und halte die Wurst fest, aber gehe gleichzeitig hier da rein und ziehe das wieder raus. Also es scheint nach einer... Wie kriege ich hinten das raus? Da halten wir einfach das fest und ziehen den Rest einfach ab. So, ist das nicht herrlich? Jetzt ist die Wurst auf jeden Fall schon kalt. Weil eigentlich tust du dir die ja genau ins Gesicht stecken, wenn du das da rausnimmst. Den Punkt haben wir jetzt verpasst. Das fühlt sich aber komisch an und flüssig und noch mehr. Jetzt kommen wir hiermit weiter ran. Drehen das mal hier auf. Wieder ist auf. Ich dachte, da ist es oben zum... reinspießen immer noch was drin, aber da wahrscheinlich nicht. Nehmen wir uns mal das erste Stück, hauen mal hier diesen scharfen Senf drauf, gucken mal, wie das damit probiert. Scharfer Senf, eine Todsünde, ihr dürft natürlich nur süßen Senf nehmen. Der schmeckt aber bitter und muffig und total nach Essig einfach nur. Also der Tomi-Senf ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, wenn der so schmecken soll. Aber egal, ich habe jetzt gerade keinen anderen Senf da, der wird also verbraucht. Jetzt weiß ich, wieso die Leute immer sagen, Weißwurst ist doch total eklig, wahrscheinlich essen die immer Tomi-Senf dazu und deswegen ist er nicht so... Mein Gott. Ohne Spaß, es ist bis jetzt der schlechteste Senf, den ich je gegessen habe. Das hat nichts mehr mit Senf zu tun im eigentlichen Sinne. So wie der Big Mac-Junge. Aber fürs Video isst man natürlich auch das letzte Stück mit diesem komischen Senf, der einfach nur nach Säure schmeckt. Jetzt würde die Bierschanger wieder sagen, esst den nicht, wenn der so schmeckt, dann lass es, ist egal. Ja. Ansonsten war es das mit von meiner Seite aus. Der scharfe Senf von Domi, frisch vermahlen, für eine perfekte Schärfe. Also scharf finde ich den auch nicht, der schmeckt einfach nur nach Essig die ganze Zeit. Essig, der im Keller steht. So, Keller-Essig-Geschmack. Das war's von meiner Seite aus. Das nächste Mal machen wir dann den Längsschnitt und nicht den Kreuzschnitt. Und das nächste Mal haben wir was anderes, was wir da dran machen. Nicht diesen Senf. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.
Yeah.